Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung, Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Es wird im Januar noch neue Battle Rating Anpassungen geben. Und noch ein kurzer kleiner Spoiler. Warum steht der IS-3 hier im Hintergrund? Ja, weil ich den IS-3 mal wieder gefahren bin. Und äh, Video dazu folgt in den nächsten Tagen. Aber jetzt erstmal die Battle Rating Anpassungen, die für den Januar 2023 jetzt geplant sind. Da sind wieder einige Sachen dabei das ist genau mein humor muss ich ganz ehrlich sagen ähm, wir beschränken uns hier natürlich wieder nur auf ähm, den realistischen modus also auf rb weil alles andere ähm, ja spiele ich nicht also ab nicht und äh, im sb gibt es keine anpassungen deswegen hier ähm, wieder nur rb den link dazu äh, findet ihr aber dann auch unten wahrscheinlich im ersten angepinnten Kommentar. Ganz wichtig an der Stelle, das hier ist die erste Iteration der BR-Anpassungen. Das heißt, da ist noch nichts final, aber trotzdem schon mal so ein äh, kleiner Ausblick. Und ich denke mal, vieles davon wird so bleiben, wie es ist. Vielleicht kommt noch ein bisschen was dazu, gerade was die Bodenfahrzeuge angeht. Ähm, und dann wollen wir einfach mal sehen. Wir gehen einfach mal rein und bleiben hier an der Stelle ähm, gleich bei den Russen, weil da geht nämlich der erste Joke schon los. <laughs> ähm, wir haben ja im Letzten Update war es, glaube ich, die Strela 10M2 bekommen. Und die Strela 10M2 hat ja als, ähm, als Top-Rakete die 3M37M, die, meine ich, auch ähm, besser ist als äh, zum Beispiel die Stinger vom Ocelot. Und trotzdem sagt Gaijin, Nö, die passen wir an, die Strela, die kommt dann äh, künftig. Von Battle Rating 9.3 auf Battle Rating 9.0. Ah ja. Macht natürlich irgendwie Sinn. Bessere Rakete, niedrigeres BR, hat was. Ja, also da geht der Witz dann schon so ein bisschen los. Aber gut, ähm, wir können hier mal gucken. Man kann ja leider immer noch nicht vergleichen. Hier die Sam, ähm, da haben wir hier Kaliber 120 mm, maximale Überlastung 20g. Sie ist ER-gelenkt, ist klar. 700 Meter pro Sekunde Höchstgeschwindigkeit. Aufschalten aus jedem Winkel. Ähm, von hinten 6 Kilometer, von allen Seiten 3 Kilometer. Ähm, und dann schauen wir jetzt hier nochmal kurz beim Ocelot mit vorbei, der ja auch nicht der schlechteste Panzer ist, aber. Ähm, der Ocelot hier auf 9,3 mit der Stinger, mit der K vor allen Dingen, ja. Also hier, da geht's schon los, ja. Sie ist langsamer, ähm, sie hat ein kleineres Kaliber, sie kann nur 10G ziehen und nicht 20G. Gut, sie hat zwar eine größere Reichweite bei der Zielerfassung von allen Seiten, aber trotzdem, ähm, verstehe ich nicht ist sie grundsätzlich eigentlich ähm, eigentlich schon schlechter alleine nur schon, weil sie nur 10g ziehen kann und langsamer fliegt. Also, ja, hier geht's los, wie gesagt, genau mein Humor, aber gut, ich habe die Strehler noch nicht, trotzdem halt eben irgendwie schon auch witzig. Dann ich hätte jetzt gerade eben bei dem Deutschen bleiben können. Ähm, der Marder 1A3 wird tatsächlich angepackt. Ähm, ist momentan noch auf einem Battle Rating von 8.0, wird runtergehen auf 7,7. Gut, ich werde ihn trotzdem in meinem 8.0er Deck lassen. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe damals, als ähm, der Marder ins Spiel kam, der 1A3. Ähm, damals schon gesagt, dass ich das BR ein bisschen zu hoch finde. Jetzt wird er halt entsprechend angepasst. Er wird trotzdem in, in meinem 8.0er Deck bleiben. Ähm, und ähm, geht aber runter auf ähm, Battle Rating 7.7. Ähm, ähm, ja. Kann man machen. Er wird trotzdem da drin bleiben. Egal. Äh, weil man ihn trotzdem auch in diesem Bereich ähm, dann mitnehmen kann. So, dann kommt lange Zeit gar nichts. <laughs> Und dann werden tatsächlich noch die M48A1er angepasst. Und zwar sowohl der chinesische, den wir hier ähm, auf äh, 7,3 haben, als auch der amerikanische. Der ist ja ebenfalls. Wo ist er? Ich muss ihn gerade finden. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Genau hier, der M48A1. Ähm. Die gehen beide tatsächlich auf äh, Battle Rating 7.0 runter. Das finde ich ist auch okay. Ähm, 7.3 habe ich irgendwie immer so ein bisschen als ähm, zu hoch empfunden, mal abgesehen davon, dass ich den M48A1 sowieso so gut wie nie gespielt habe. Ich glaube, ich bin ihn auch noch gar nicht gefahren. Ich muss mal eben gerade gucken, habe ich den bei den Amerikanern überhaupt... Oh ja, ich habe den sogar relativ viel gespielt. Nur noch nicht ausgebaut, weil ich ihn irgendwann tatsächlich ähm, dann übersprungen habe. Aber dann auf 7-0 kann man sich dann auch ein schönes Deck wieder zusammenbauen. Ähm, bei den Israelis im gleichen Zug geht... Der Magach 1, wo haben wir ihn? Hier ist ja quasi auch genau das gleiche. Ebenfalls von 7,3 auf 7,0 runter. Was an der Stelle tatsächlich wieder ein bisschen schade ist, weil dann den Israelis äh, ein Panzer im 7,3er Deck fehlt. Aber gut, ist jetzt halt so. Magach 1 ebenfalls dann auf Battle Rating 7.0. Dann geht es rüber zu den ähm, Italienern. Da haben wir den, auch einen der, der neuen Fahrzeuge, den AS-42-47, also den, den AS-42 mit der 47-mm-Kanone. Ähm, geht hoch von Battle Rating 1.7 auf Battle Rating 2.0. Ich habe ihn bisher noch nicht gespielt, aber an der einen oder anderen Stelle habe ich schon ähm, ein paar Videos gesehen, wo das Ding tatsächlich ähm, ordentlich abgegangen ist. Also auch hier denke ich, meine ich, hoffe ich, gerechtfertigt. Vielleicht kann der ein oder andere von euch dazu was sagen. Haut's mal gerne unten in die Kommentare. Dann die größte Änderung mit dem größten BR-Sprung. Und da finde ich, es hat lange, lange gedauert. Und es war wirklich tatsächlich sehr, sehr überfällig. Der IKV. 103. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ähm, wie der IKV 103 ins Spiel reingekommen ist. Ähm, war, hat er auf 5-0 angefangen und ist dann auf 4-7 runtergegangen oder war auf ähm, auf äh 4.0 oder 4.3 und ist dann auf ähm, 4.7 hochgegangen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall macht der den größten BR-Sprung. Der geht nämlich runter von 4.7 auf 4.0. Und da muss ich halt auch tatsächlich ganz ehrlich sagen, das finde ich eine sehr, sehr gute Änderung. Ja, er hat zwar die, die Hardcore 400mm Heat FS und ähm, die normale Heat Granate, aber das Ding ist halt eben eine wandelnde Pappschachtel. Und ähm, ich denke mal auf 4.0. Der Sprung ist schon ein bisschen krass auf der anderen Seite. Aber ähm, er hat halt schon auch einfach, ja, auf diesem, auf diesem BR war halt einfach völlig Lost. Ja, vor allen Dingen, weil halt eben auch die Heat so inkonsistent funktioniert. Ähm, dass er da eigentlich völlig, also man hat ihn eigentlich völlig links liegen gelassen, ja. Ähm, so ein typisches Auffüllfahrzeug. Insofern mit dem Ding geht es runter auf 4.0. Und dann noch äh, einmal bei den Briten eine Anpassung. Und zwar beim ähm, Roycat 105. Da werden sich einige, weil es ein Premium-Panzer ist, sicherlich dran stören. Das kann ich auch verstehen. Äh, wenn Premium-Panzer im BR angefasst werden, finde ich das auch immer sehr problematisch. Es ändert sich am Rang zwar nichts, aber wenn sich am BR was ändert, auch da muss ich schon sagen, finde ich das auch schon sehr problematisch. Aber auch das hatten wir in der Vergangenheit ja schon öfter. Also der Roycat 105 ist da natürlich nicht der erste Premium-Panzer, der im BR angefasst wird. Ja, ich erinnere da nur an den EBR, an den Event-EBR und oder auch zum Beispiel ähm, an, ach, was waren das hier nochmal? Ihr wisst Bescheid. Hier, Meister, wo ist er? Ich habe ihn, wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Hier, PT7657, ne, der ja auch im BR vor einiger Zeit angepasst wurde. Der hat ja, glaube ich, auf 7,3, 7,7 angefangen und ist dann auf 8,0 hochgegangen. Also hier an der Stelle ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem, ähm, ja, passiert es nun mal. Ähm, es, ja, es ändert sich schon ein bisschen was, weil tatsächlich auf 10,0 dann zu treffen, wird für den Roycat natürlich auch wieder eine ganz andere Kiste werden. Wird mehr eine Herausforderung als auf 9.7, aber auch auf 10.0 wird der Roycat noch mithalten können. Trotzdem, Premium-Fahrzeuge da so nachhingehend immer noch ein bisschen anzufassen, finde ich entsprechend ein bisschen schwierig. Aber anyway, Gaijin hat schon oft genug gemacht. Sie halten immer noch daran fest. Und so wird es jetzt auch den Roycat 105 treffen. Der ist geplant, von Battle Rating 8.7 auf Battle Rating 9.0 hochzugehen. Dann gibt es noch ein paar grundsätzliche Anpassungen bei einigen Fahrzeugen, also zum Beispiel der M10 von China, Frankreich und ähm, den USA. Die bekommen eine größere, ähm, eine größere äh, Rate of Fire, sprich also, ähm, sie können innerhalb einer Minute mehr Schüsse rauskloppen. Ähm, und zwar wird es angehoben von 9,5 Schuss in der Minute auf 10,9. Schuss In der Minute, sprich also so ne, gute 11 Schuss in der Minute. Ähm, bei Marder 3, äh, da, der bekommt auch eine größere Rate of Fire. Da gehen, die, da gehen äh, die Schüsse von 10 auf 12 Schuss pro Minute hoch. Der T69 2G, der bei den Chinesen ähm, Premium-Panzer ist, das ist dieser hier. Ich glaube, der ist auch momentan. Äh, im Shop wieder zu kaufen. Der wird allerdings ein bisschen runtergesetzt. Ja, das heißt also die Nachladezeit wird länger. Da werdet ihr künftig dann nur noch nach den Anpassungen nur noch sieben Schuss pro Minute raushauen können und nicht mehr acht, so wie es jetzt ist. Und eine Sache, da muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Auch genau das ist genau mein Humor. Wer von euch mein Video zum äh, Kalit gesehen hat, also die nackte Wahrheit. Zu dem neuen britischen Premium Panzer. Hier steht er, Battle Rating 9.0, ja, der ähm, jordanische Chieftain. Um, da habe ich ja in meinem Video gesagt, ja, er hat einen stärkeren Motor mit 1200 PS, ja, er hat einen Laser Rangefinder, aber auf 9.0 ist, ist das für mein Dafürhalten zu wenig. Und da hatte ich ja dann auch angesprochen, und das ist quasi wie abgesprochen, ich, wir wissen aber alle, es ist natürlich nicht deswegen, weil ich es in meinem Video angesprochen habe, ähm, wird der Kalit die L23 bekommen. Und die L23, ihr wisst es, ist die hier... Die auch schon der Chieftain Mark 10 hat. 408 mm Pen. Ja, das heißt also, der Khalid ähm, bekommt die gleiche Munition wie der Chieftain Mark 10 und wird damit tatsächlich auf diesem BR und in seiner BR-Spanne deutlich gerade nach oben hin, deutlich konkurrenzfähiger ähm, in meinen Augen. Trotzdem ist er aber mit 8900 Golden Eagles dann immer noch zu teuer. Ähm, das finde ich dann schon happig, aber wir werden uns das Ganze dann nochmal angucken. Da wird es nochmal ein neues Video geben, vielleicht mit einer oder zwei Runden, nicht eine komplette nackte Wahrheit, ähm, wie der dann mit der L23 performen wird ja da dann ist ich könnte mir dann schon vorstellen dass das bei vielen den reiz ausmacht sich den khalid vielleicht doch in die garage zu stellen und wie gesagt ich hatte es ja in meinem video angesprochen vielleicht überlegt sich gaijin doch noch hier die apfsds mit reinzubringen weil mit der apds ähm, in dieser br-spanne ist er gerade nach oben hin sehr sehr limitiert da würde ihm die apfsds deutlich besser stehen und ja jetzt dann einen Tag nachdem ich das Video rausgebracht habe oder zwei Tage danach ähm, in, ist es in den BR-Anpassungen tatsächlich dann auch mit drin aber nochmal es liegt natürlich nicht daran dass ich das gesagt habe in meinem Video definitiv nicht das war mit Sicherheit von Gaijin schon vorher so geplant aber es macht ihn definitiv Besser und es macht ihn konkurrenzfähiger, aber er ist immer noch zu teuer mit 8900 Golden Eagles. Deswegen, wenn ihr ihn haben wollt, wartet, bis er im Sale ist. Die 8900 sind schlicht und ergreifend einfach zu viel in meinen Augen. Ja. Ähm, Im Endeffekt, ja, müsst ihr es natürlich auch selber entscheiden, wenn ihr ihn jetzt haben wollt, mein Gott, unbedingt, dann kauft ihn. Ich sage, wartet bis zum Sale, äh, bis zum nächsten, der dann ist, wo oder übernächsten, es dauert ja ein, zwei Updates. Ähm, bis die Panzer dann reduziert werden, ähm, die neu reingekommen sind. Und deswegen, ja, wartet am besten bis zum Sale, wo der Kalitz dann mit angeboten wird. So, und eine Sache möchte ich noch äh, der Vollständigkeit halber angesprochen haben. Äh, es ist tatsächlich so, die Flieger bekommen auch noch ein neues BR. Es geht eine ganze Reihe ähm, von Flugzeugen ähm, auf das Battle Rating 12.0. Ja, das ist einmal die F-16A, die F-16A ADF, die F16A MLU, also die chinesische, dann die Netz, die israelische, die MiG-29 und die italienische F16. Die gehen alle von 11,7 auf 12,0 hoch. Das Ganze wollte ich jetzt nur nochmal der Vollständigkeit halber sagen, dass wir jetzt auch hier bei den Fliegern ein 12,0er ähm, BR haben. Ja, wie gesagt, ihr könnt alles unten dann ähm, angepinnten Kommentar nochmal nachlesen. Das waren jetzt erstmal so die Battle Rating Anpassungen, wie sie für Januar geplant sind. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Haut's mal gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben dalassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor bei jeden Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.